Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dune. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr bemerkt, es sieht etwas anders aus. Ich habe mich ein bisschen mit der Konfiguration von DOSBox beschäftigt und dann mal ein bisschen rausgefunden auch, wie man das Spiel pixeltreu darstellen kann. Selbst bei meiner Auflösung, ich fahre ja 2560 mal 1440. Und ja, es sieht jetzt besser aus. Also ihr seht, erstmal wird der gesamte Bereich des Videos ausgenutzt, außer links und rechts ein schmaler Balken. Das liegt halt daran, dass die alten Spiele im Bildformat 4:3 aufgenommen oder produziert worden sind. Damals waren die Bildschirme ja so. Aber alles andere ist jetzt nicht mehr so verschwommen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, in welcher Auflösung ihr fahrt und wie ihr das Video schaut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine pixelgetreue Wiedergabe und nicht mehr dieses verschwommene, leicht verwaschene Bild. Das finde ich persönlich sehr gut. Wir haben außerdem den alten Spielstand geladen, denn wir hatten ja so ein paar Probleme. Und das soll sich jetzt mal ändern. Wir schicken unsere Spione jetzt wieder weg und zwar schicken wir die... Schicken wir die nochmal hier hin und wir warten mal eben, bis die ankommen, weil ich möchte dann direkt nochmal neu auf Spionage gehen und ich hoffe, dass sie einfach dahin gehen. So, okay, da sind sie schon und jetzt gehen wir wieder auf Aufgabe ändern, Spionage und jetzt geht er doch noch woanders hin, aber ist nicht schlimm. Wir schicken den hier auch auf Spionage. Hoppla, nicht bewegen, falsch. So, das geht hier wieder nicht. Das ist... Ich verstehe es manchmal wirklich nicht so genau. Okay, in dem Fall bewegen wir euch hierher und schicken euch dann auf Spionage. Irgendwie müssen wir doch rausfinden, wie viele Truppen hier sind. Irgendwie müssen wir das doch rausfinden. Ah, ich habe eine Idee. Ziel ändern. Geh mal hier hin. Wir schicken euch von da noch auf Spionage. Vielleicht geht es dann ja mal in die Richtung. Okay, so, das wäre einmal das. Dann gehen wir mal wieder hier... wir nehmen jetzt einen Sandwurm. Und müssen unsere Armenier jetzt nochmal neu machen. Dadurch, dass wir den Spielstand geladen haben, ist ja jetzt alles wieder ein bisschen anders. Wir gehen mal... Ich hoffe, dass wir hier Zugriff auf möglichst alles haben. Schauen wir mal. Wir brauchen dringend wieder einen Ornithopter. Eine Vision. Ein Sandwurm hat den Sandkriecher. Das ist auch wirklich nicht gut, aber gut. Machst du nichts dran. So, genau, hier sind wir. Die wollten wir wieder hier nach hier schicken, weil, genau, die sollen da mithelfen bei dem Aufbauen der Windfalle. Also, ihr geht darüber. Und jetzt unsere Truppen, die befinden sich... Hallo? So, warte mal, hier ist der Palast. Ja, da befinden sich die Truppen. Genau. Und die lassen wir jetzt erstmal da, beziehungsweise nein, lassen wir nicht. Wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir Ausrüstung suchen gehen. Genau. Hier auch. Und ihr ebenfalls. Okay. So, und jetzt haben wir hier, ich würde sagen, dass wir jetzt drei voll ausgestattete Trupps behalten, die Gewürzsucher einfach machen. Also mit Zopter und Sandkriecher. Und die, die jetzt nichts mehr haben, die werden einfach Armeespezialist. Die finden da auch Ausrüstung noch irgendwo in der Nähe. Das ist schon mal gut. Ihr ebenfalls. Armeespezialist. Habt ihr hier Ausrüstung? Ja, da liegen sogar Messer rum. Es kann natürlich sein, dass die anderen jetzt keine Ausrüstung mehr finden, weil wir denen die weggenommen haben. Ja. Zieländern. Ziel ändern. Und wir schicken euch dann jetzt erstmal zu den anderen Truppen dorthin. Und euch natürlich auch. Okay, so. Da mal kurz gucken, wie hier der Gewürzstand ist. Nicht mehr so gut. Wir bewegen euch mal hier hin. Und euch bewegen wir hier hin. Da sind schon drei, dann geht's dahin.
Okay, gut. So, nochmal kurz rüber. Ah, da sind... Ah ja, hier sind auch nochmal. Der hat kein Ornithopter. Okay, wir müssen da mal kurz hinreisen. Das ist... Selimintimin. Da ist auch noch ein Einzelner. Wir reisen mal hier hin. So, und dann... Na komm. Gibt's mal eine neue Aufgabe für euch, und zwar werdet ihr jetzt auch Armeespezialisten. Ausrüstung haben wir hier nicht, aber vielleicht können wir euch suchen lassen. Nein, okay. In dem Fall, na, wieso bin ich denn jetzt... Manchmal ist das mit dem Klicken so ein bisschen blöd. Ihr sollt euch bewegen. Dabei habe ich die Empfindlichkeit der Maus auch schon verstellt, weil das, das ist manchmal ein bisschen hakelig in der DOS-Box und man kann die Sensitivität aber ein bisschen konfigurieren. Das ist schon besser als beim letzten Mal auch mit. Aber gut, ja. Man lernt halt nicht aus. So, okay. Ja, wir müssen trotzdem noch auf die Karte schauen und schauen, ob wir jetzt irgendwo noch was vergessen haben. Die Gefahr besteht halt leider. So, dann haben wir eigentlich mal einmal in der Mitte. Genau, da sind jetzt halt die drei. Denen fehlt ein Zopter. Die werden also irgendwann wahrscheinlich auch das Ding wieder verlieren, den Sandkriecher. Und da sind die Gewürzsucher, die sind zu weit weg. Okay. Keine weiteren Befehle. Können wir jetzt reisen? Nein, ich habe... mich nämlich nicht rausgestellt. Okay. Wir fliegen, gehen jetzt in ein Dorf und holen uns einen Stop da. Wir gehen hier hin. Für uns zum Reisen. Praktischerweise steht hier auch noch einer, den wir irgendwann gekauft haben. Das ist gut. Oder sollen wir den... Na, pass mal auf, wir kaufen noch einen. Sandkriecher, nein. Thopter nehmen wir, aber bisschen günstiger bitte. Ja, okay. So, sei still. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen den Thopter. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo der Trupp ohne... wo der Trupp ohne Thopter war. Hier. Das heißt, hier... Nach Selimintimin fliegen wir jetzt hin mit einem Thopter. Geben den Thopter da ab. Und dann holen wir uns den gerade neu gekauften Thopter neu. Ausrüstung verändern. Bitteschön. Gut, wenn man hin und wieder mit denen spricht, weil gerade wenn die so sagen, wir haben länger nichts von dir gehört, dann hat das halt eben auch Auswirkungen auf die Moral tatsächlich. Dann sollte man sich mal ein bisschen wieder kümmern. So, wir holen uns unseren eigenen Zopter ab. Eine Vision. Ist das die Gewürzforderung? Wahrscheinlich. Ja, okay. Wir sind relativ nah am Palast. Diesmal werden wir es wohl nicht verpassen. Kasak Haag. Okay, verdammt. Keine Hakonnen-Trupps hier. Mhm.
ziehen die mal zurück. Wird ein bisschen heiß hier. Okay, jetzt eben die Gewürzlieferung fertig machen. Wir schicken ihm diesmal wieder 50% mehr, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen. Kilogramm. Und los geht's! Tage. Okay. Ja, Tofir. Ja. Ich denke, wenn wir über Spionage herausgefunden haben, wo Shani ist, wir wissen es ja schon. Wir wissen, die ist hier. Und wenn wir das rausgefunden haben, könnte es sein... Wieso geht jetzt hier wieder nicht Spionage? Ja, das darf doch nicht wahr sein. Okay, also, wenn wir herausgefunden haben über Spionage, wo Shani ist, dass wir dann auch nochmal neue Gespräche führen können, um irgendwie mit den Kämpfen anzufangen, weil ich glaube, da entgeht uns immer noch irgendwas und ich bin einfach nicht sicher, wie das genau funktionieren soll. So, wir gehen jetzt zur Armee, die ist ja hier stationiert, in Sihaya-Klamm. Leichte Unsicherheit, ich glaube aber, dass wir richtig sind. Das sieht gut aus. So, Gurney. Dann machen wir über die Karte. Gucken wir einmal, ob wir noch Ausrüstung irgendwo besorgen können. Die können sich wenigstens mal ein Messer holen. Die auch nochmal. Irgendwas. Okay, das war's. Seltsame Module wären jetzt das, was die brauchen. Das heißt, die haben schon Messer und... Lasergewehre, mhm. Die können sich nochmal was besorgen. Okay, die haben schon alles. Außer seltsame Module. Und die haben Messer, aber gibt keine Lasergewehre mehr. Das heißt, wir reisen jetzt zum Dorf. Da. Da sind eigentlich nur Lasergewehre. Ja, okay, dann holt sich das einer von den anderen Trupps jetzt schon. Okay, wir kaufen da nochmal was. Zahlst dein Recht? Ach, verdammt. Ich habe vergessen, Duncan anzusprechen auf die Rechnung.
Mutter ist halt auch noch nicht weiter. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen erst Shani zurückhaben. Eine Vision. Saboteure in Sihaya Haag, okay. Messer brauchen wir nicht im Moment. Aber für 200 Kilo, okay, wir feilschen ein bisschen. Okay, gib her. Lasergewehre, ja, bitte weniger Geld. Einverstanden. Was hast du noch? Sandkriecher brauchen wir nicht, dankeschön. Zopter brauchen wir nicht, dankeschön. Okay, ich denke, es geht jetzt wieder von vorne los, okay. Gut, dann zurück zu den ausgebildeten Armeetruppen. Und dann müssen wir echt mit der Spionage weiterschauen. Es geht einfach über die Karte besser. So. Ja, ihr habt nur Messer, ihr könnt auf jeden Fall losgehen. Module. Wir haben jetzt halt noch einmal Messer, das heißt, wir könnten nochmal eine... Lasergewehre haben wir aber nur einmal gehabt jetzt, das heißt, die finden nichts mehr. Okay, dann müssen wir das jetzt erstmal so lassen. Und jetzt müssen wir uns das wirklich mal langsam überlegen, wie das mit der Spionage läuft. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich außer Reichweite, aber ich guck nochmal. Ja, wir sind zu weit weg. Dann fliegen wir jetzt hier hin. Was passiert diesmal? Saboteure in Selimintimin. Nein! Ich wollte da gar nicht hinfliegen. Zweite Gedanken. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, ob wir wohl vielleicht ein paar Truppen einfach zu den... Das macht wahrscheinlich sogar Sinn, ne? Wenn wir an den Gewürzstandorten jeweils auch eine Armeetruppe haben. So, Spionage, bitte, bitte, bitte. Nein, es geht nicht. Es kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Leute. Okay, wir machen Folgendes. Wir werden jetzt einen Trupp opfern. Ich werde nochmal speichern. Und wir nehmen jetzt den kleineren Trupp hier. Das wäre dann der andere. Der hat nämlich nur 500 irgendwas Mann. Ja. Und wir werden jetzt... Wir werden die hier hinschicken, weil wir wissen, hier ist Shani. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen beibleiben, weil was ich jetzt versuche, ist eben, dass während sie kämpfen... Wenn wir sie dann kontaktieren, dann sagen sie uns, der Shani ist hier, dass wir dann möglicherweise neue Optionen bekommen. Na, was anderes fällt mir einfach im Moment nicht ein. Und die gehen mal zurück zu den anderen. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern hier, ne? So, einmal auf den Morgen warten. Bin ich unsicher. So Leute, ich habe die Aufnahme einfach pausiert und jetzt ist unser Trupp hier und greift an. Jetzt müssten wir die Info kriegen, jawohl. Shani ist hier. So, okay, eigentlich können wir sie jetzt auch wieder abziehen, damit sie nicht gefangen genommen werden. Und das machen wir auch. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwie was Neues kriegen.
Ich habe aber den Eindruck, dass das nichts bringt. Oh Mann, es ist wirklich, wirklich frustrierend. Aber das ist halt eben so typisch auch altes Spieldesign, dass man da dann keine Hinweise hat, was jetzt, ich meine, einen Hinweis haben wir ja schon, aber wie man das jetzt erreicht, das ist ein bisschen schwierig. Tufi, hast du was? Ja gut, das wissen wir schon. Wahrscheinlich nicht den Palast der Hakons. Ja, das... Oh Mann. Das mit den Spionen haben wir doch schon durch. Und es geht halt keine Spionage mehr. Das ist jetzt eigentlich... Der ist hier halt direkt dran. Sind hier wirklich keine Truppen? Weg. Schade. Passt auf. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Weil ich wirklich keinen anderen Weg weiß im Moment. Aber diesmal sammeln wir die Truppen halt ein bisschen intelligenter. Palast ausgewählt. Oh Mann. Das sind dann zu viele. Okay, dann geht ihr halt hier hin. Ja, wir holen Gurney auch ab. Gurney hauen wir dann hier rein nach Kerthag Timin. Eine Vision. Saboteure. So, dann wollen wir mal weitermachen. Beziehungsweise, nee, Moment, jetzt gucken wir erstmal. Genau, die zwei sind hier. Die kommen alle gerade. Guck nochmal, ob ich jetzt Spionage auswählen kann. Keine Chance. Oh, die können nochmal Ausrüstung suchen, ist gut. Okay. Dann... Der Gewürzsucher ist zu weit weg. Da müssten wir dann eigentlich auch noch mal zumindest in die Nähe fliegen. Wir können aber auch einfach eben vor Ort hin. Und dann bewegen wir die noch mal. Wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich der Meinung, dass wir die nicht mehr wirklich brauchen. Befehle. Wir müssten auch fast alles schon erkundet haben. Haben wir auch, wie es aussieht. Also ich bin sicher, dass es noch weitere Sieges gibt. Das wäre dann halt auch die Frage, müsste man hier nicht noch mehr finden? Oder? Ich will euch aber auch nicht so weit im Norden stehen haben. Von wegen Gefahr und so. Geht mal dahin. So. Gewürz ist da nicht mehr zu holen.
denn mit denen passiert hier? Wir hatten doch aber... Wir hatten die keinen Speer. Ich hab die echt noch übersehen dabei. Dann müssen wir euch jetzt aber wahrscheinlich bewegen, weil ihr steht in einem sehr dunklen Gebiet. Dann geht mal dahin. Da ist auch noch mehr. Und da vielleicht nochmal. Okay, das soll dann erstmal genügen. Jetzt würde ich nochmal einen neuen Speicherstand anlegen. Und dann fliegen wir nämlich... Ja, wir fliegen hier hin jetzt. So, und jetzt machen wir nochmal hier einen koordinierten Großangriff. Das ist jetzt, wie gesagt, nochmal ein Versuch. Ich habe den Eindruck, dass es nicht funktioniert. Weil wir eben halt noch nicht über Spionage herausgefunden haben, wo Shani ist. Aber ich sehe halt auch das Problem, und ihr auch, dass ich kein Siege habe, von dem ich jetzt eine Spionage in den nördlichen Bereich da noch reinschicken kann. Wäre natürlich die Frage, ob man einfach das hier vielleicht zurückerobert, weil da vielleicht dann keine Truppen sind oder sowas. Aber lasst uns jetzt mal kurz warten, was hier passiert. Sehr, sehr, sehr merkwürdig alles. Wir bleiben jetzt dabei. Wir können mal kurz in die Statistik schauen. Ja, unsere Gewürzproduktion ist runtergegangen. Kontrollierte Gebiete ist etwa gleich. Wir haben aber halt weniger als die Hälfte an Männern. Und das wird sich halt auch nicht ändern, weil wir nicht mal hier langsam irgendwo Erfolg haben. Warum fühle ich mich bloß so alleingelassen von dem Spiel? Ich glaube, ich weiß, warum ich damals nicht weitergespielt habe. Es ist einfach viel zu lange her. Es ist, über 30 Jahre. Und ich weiß nicht mehr... halt auch nur ein Messer. Das ist schon grundsätzlich nicht so gut. Ist aber halt ein großer Trupp mit 2400 Mann. Wäre nur geil, wenn die anderen jetzt da reinkämen, bevor der gefangen genommen wird. Hast halt immer einen leichten Versatz. Aber jetzt kommt ein sehr großer Pulk gleich auf einmal. Jetzt hat. Wir können da nicht, also wir können da hinfliegen, aber man wird uns dann abschießen. Ich werde jetzt warten auf den Abend.
Ja, ihr seht das, ne? Was soll das? Da stimmt was nicht, Leute. Da stimmt irgendwas nicht. Okay, also wir laden nochmal den Safe dann, bevor ich die Truppen jetzt losgeschickt habe. Das ist ja ein ganz frischer Safe. Und ich weiß auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn einer von euch da eine Idee hat, einen Tipp, dann ran damit, ja? Ist mir irgendwas Elementares hier entgangen? Ja, versucht's doch mal, versucht mal in eure Gedächtnis zu kramen, falls ihr das Spiel damals gespielt habt, was hier jetzt der nächste Schritt wäre oder was jetzt hier fehlt. Wie gesagt, meine Vermutung ist, wir müssen über Spionage herausfinden, dass Shani da ist und dann fangen wir wahrscheinlich mit Tufir oder vielleicht auch mit Gurney irgendwelche bestimmten Vorbereitungen an. Und dieser Schritt, der fehlt und deswegen schlagen wir hier halt auch fehl, weil das Spiel noch nicht freigeschaltet ist, dass wir diese Forts angreifen können oder sollen. Das ist meine Vermutung. Ja. Okay. Also, können wir kurz gucken. Noch einmal gucke ich noch rein. Es sind nur noch 90 Mann. Ja, wir haben nicht einen einzigen getötet. Das kann nicht sein. Da stimmt halt was nicht. Definitiv. Ne? Also. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.